Hi zusammen, falls ihr sehen wollt, wie ich diesen Look kreiere, dann bleibt doch gerne dran. Ich fange erstmal damit an, dass ich an beider Seiten Tesafilm klebe. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, das ist der letzte Halloween-Look von der ganzen Reihe. Und es hat mir so einen Spaß gemacht dieses Jahr. Falls ihr noch mehr davon sehen wollt, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Folgt mir, schreibt es in die Kommentare. Nächstes Jahr wird es so eine heftige Reihe geben. Plus, ich werde auch im normalen Alltagsleben jetzt zwischendurch einige solcher Looks mit einbinden, wie auch immer man das bezeichnen soll, weil es mir einfach mega viel Spaß gemacht hat. Angefangen habe ich mit der Mrs. Bella The Dark Palette, The Dark Side, ich bin gerade nicht sicher, wie die Palette heißt. Auf jeden Fall verwendet einfach braune Töne auf eurem Auge. Auf meiner rechten Seite, von euch aus gesehen links, habe ich die dunkle Seite gemacht und ja, da kommt ein Teufel hin und die Seite, die ihr gerade seht, ist die Engelsseite. Ich habe meine Crease gecuttet mit meinem ganz normalen Concealer und benutze jetzt auf der guten Seite dieses Glitzer von NYX. Wie genau der Name davon ist, kann ich euch leider nicht sagen. Ja, und diese Glitzerbase von NYX. Ich muss noch dazu sagen, dieses Horn, was ihr am Anfang gesehen habt, ich habe nicht gemerkt, dass meine Kamera das nicht aufgenommen habe, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach, ihr könnt dafür eine Küchenrolle oder eine Toilettenrolle nehmen, dieses Papier. Und ihr dreht das so, wie ihr das haben wollt und geht dann drumherum mit Toilettenpapier. Oder was ihr auch machen könnt, falls ihr Alufolie zu Hause habt, die so biegen, wie ihr das wollt. Und dann geht ihr da drum mit Papier, klebt das mit Wimpernkleber fest und klebt das dann auch mit Wimpernkleber fest. Es hat wirklich so gut gehalten. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, dass ich es nicht gefilmt habe, wie ich das gemacht habe. Ich konnte es wohl leider nicht nochmal drehen, weil ich nichts mehr zu Hause hatte dafür. Ja, dann habe ich mir meinen Eyeliner gezogen, der richtig krass gezogen wurde. Und ja, den habe ich gefühlt fast über mein ganzes Auge gezogen, bis hinten zu meiner Gehirnhälfte. Und ja, meine Inspiration setze ich euch wie immer unten rein. Das ist der Look, auch den ich nachgeschminkt habe. Ich habe den Look so gefeiert. Ich dachte mir, ich muss es unbedingt nachmachen. Nicht, dass ihr euch wundert, der Eyeliner sieht gerade noch ziemlich grauenvoll aus. Das habe ich aber geändert, indem ich einfach mit einem schwarzen matten Lidschatten drüber gegangen bin und das ganz leicht ausgeblendet habe. Somit habt ihr einfach einen schöneren Übergang und gerade bei so einem heftigen Eyeliner, ich krieg den eh nie perfekt hin, sagen wir mal so. Übung macht zwar den Meister, aber so gut bin ich immer noch nicht, was Eyeliner angeht. So, nachdem ich das gemacht habe, gehe ich mit dem braunen Lidschatten unter meinem Auge entlang, habe aber nicht gecheckt, dass mein Eyeliner noch nicht trocken ist. Deswegen habe ich damit eine Pause gemacht und angefangen, meine eine Gesichtshälfte vorzumalen, wie ich sie gerne gleich rot anmalen würde. Das mache ich einfach mit einem roten Lip Liner und male mir da einfach die Flammen ins Gesicht, wie ich gerade Bock habe, beziehungsweise ich habe einen Look nachgeschminkt, den ich euch wieder unten in die Infobox setzen werde, denn dieser Look war einfach nur bam und ich habe einfach ihr Make-up so gefeiert, ich dachte mir, ich muss es nachmachen. Ich fand's mega. Mein Eyeliner habe ich übrigens gleich nochmal mit einem matten schwarzen Lidschatten gesettet, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und ja, nachdem ich das vorgezeichnet habe, gehe ich dann nochmal mit dem braunen Lidschatten unter meinem Auge entlang, um einfach so einen schönen ausgerauchten Effekt zu haben. So, nachdem ich das gemacht habe, benutze ich die Wimpern von Vitty Beauty Lashes in Throw und trage erst meine Mascara auf und danach mache ich auch schon die Wimpern dran. Ich war leider aus dem Bild raus, deswegen habe ich euch das nicht genau gezeigt, aber mittlerweile müsstet ihr wissen, wie ich meine Wimpern anklebe. Ich werde aber nochmal ein extra Tutorial dazu machen. Danach benutze ich von Huda Beauty den Liquid Matte Lipstick. Die Farbe verlinke ich euch unten, weil die kann ich gerade nicht auswendig und man sieht einfach nichts bei diesem wundervollen Fokus. Als ich den aufgetragen habe, habe ich meine Unterlippe ziemlich weit nach unten gezogen und den Außenwinkel von den Lippen so gezogen, so als wenn ich lachen würde dauerhaft. Und das Ganze habe ich dann auch nochmal mit Concealer ausgebessert.
Nehmt da am besten so einen Lippenpinsel für. Ich glaube, das funktioniert echt besser als mit diesen Stäbchen, die da immer bei diesen Liquid Lipsticks generell dran sind. Nachdem ich das ausgebessert habe, blende ich das mit meinem Finger noch ein bisschen aus, denn der Concealer war, wie man sehen kann, etwas zu hell. So, dann habe ich von Too Faced meinen Bronzer verwendet und an Highlighter von Revolution den Vivid, ich weiß gar nicht, wie er genau heißt, verlinke ich euch wie gesagt auch unten, und einen von Manhattan, die beiden habe ich gemixt. Vivid Baked Highlighter war es. Den trage ich wie immer auf meine Wangenknochen auf und meine Nase. Danach nehme ich den Kitten hier und den Amsterdam von NYX. Kennt ihr mittlerweile, wenn ich mich rot anmalen will. Und das Ganze blende ich aus. Ich habe dafür so einen normalen Puderpinsel benutzt. Den hatte ich letztes Mal auch benutzt. Das ist einer von Real Techniques. Und für die Kanten oben, ich habe das nicht komplett mit diesem Lippenteil ausgefüllt, sondern für die Kanten oben und unten habe ich so einen ganz normalen Lidschattenpinsel benutzt. Der muss ein bisschen fluffiger sein, weil dann kriegt ihr das einfach besser verteilt. Ich habe 2 Schichten von diesem Liquid Lipstick drauf gemacht, damit man einfach ein schönes deckendes Rot hat. Ich weiß, dass meine Kamera die Farbe übertrieben schluckt und es geht mir auch sehr auf die Nerven und ich muss es auch definitiv ändern. Aber ich fand, für das Tutorial ging es noch. Ich kann es einfach immer noch nicht fassen, dass das der letzte Halloween-Look von mir für dieses Jahr ist. Ich habe aber eben, glaube ich, schon erwähnt, dass ich definitiv weitere Looks als ganz normale Looks schminken werde. Die könnt ihr dann für Karneval, Halloween immer verwenden, wann ihr gerade Bock habt, weil es mir einfach so sehr Spaß gemacht hat, auch zwischendurch mal was Verrücktes zu machen. So, dann bin ich mit dem Pinsel, mit dem ich alles ausgeblendet habe, nochmal reingegangen mit dem Produkt, was dran war. Falls ihr nichts dran habt, nehmt einfach so einen dunkelbraunen bis schwarzen Lidschatten. Tupft den aber bitte vorher an der Hand ab, weil sonst habt ihr viel zu viel Farbe auf dem Pinsel. Macht das als so einen dunkleren Schatten mit rein und zieht euch damit noch eine ganz normale Kontur. Danach bin ich mit einem Kajal reingegangen und habe mir so ein bisschen mehr Dimension reingebracht in diese Flammen und das habe ich dann auch minimal ausgeblendet. Und damit bin ich auch an meine Lippen gegangen und habe das versucht, jetzt gleich noch mit einem Liquid Lipstick auszublenden. Macht das aber besser mit den Fingern oder mit so einem Lippenpinsel, weil das damit einfach viel, viel besser funktioniert. Ihr seht, wie hilflos ich so gesehen gerade versuche, dieses ganze Zeug auszublenden, weil es einfach nicht funktioniert hat und ich jedes Mal wieder einsehen muss, dass ich am besten klarkomme, wenn ich mit meinen Fingern, egal was, auf meine Lippen auftrage und es dann ausblende. So, den Highlighter trage ich natürlich auch auf der roten Seite auf. Und das ganze Glitzer. Und auf meiner Nase natürlich auch. Danach benutze ich wie immer die Perücke von Everyday Wigs. Das ist die, die ich auch im Harley Quinn Tutorial benutzt habe. Und die schneide ich gleich einfach ab, weil mir klar war, dass ich die für dieses Tutorial noch brauche. Beziehungsweise mir war klar, ich will sie abschneiden. Deswegen habe ich sie auch nur für das Harley Quinn Tutorial benutzt, weil ansonsten würde ich niemals eine so geile Farbe in irgendeiner Art und Weise reinfärben. Ja. Das habe ich jetzt gleich unten ganz normal abgeschnitten. Falls ihr einen Rabattcode wollt für diese Perücken, findet ihr den auf jeden Fall in der Infobox. Da verlinke ich euch dann nochmal. Und ja, das war alles, was ich gemacht habe für den Look. Ich hoffe von Herzen, dass euch das Video gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis zum nächsten Jahr, falls ihr erst wieder an Halloween einschaltet. Und dann hoffe ich, ihr hattet Spaß bei der Reihe, genauso wie ich es hatte. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Ganz, ganz dicken Kuss und bis zum nächsten Video.